Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des Lebens. 8. Oktober 2020. Heute Morgen beim Joggen und Musik hören sind mir wieder einige Dinge durch den Kopf gegangen zur aktuellen Lebenssituation. Und da uns sehr viele News aus der alten Heimat erreichen, habe ich jetzt ganz spontan etwas ganz Wichtiges beschlossen. Was macht mein Backpacker Guide am liebsten? Natürlich Reisen. Ich habe vorhin einen Lufthansa-Flug gebucht und ich werde nächste Woche am 17. Oktober von hier San Jose nach Deutschland fliegen, um mir über diese aktuelle Lage ein eigenes Bild zu verschaffen, weil wir in den letzten Wochen durch die Medien über viele Dinge traurig sind, auch entsetzt und einiges gar nicht mehr wirklich nachvollziehen können. Und ich möchte gleich hinzufügen, wir sind keine Corona-Verschwörungstheoretiker. Und dieses Wort werde ich jetzt mit C... abkürzen. Wir glauben auch an dieses Virus, aber... Ja, das Aber ist, wir dürfen auch einfach uns nicht zu arg davon bestimmen lassen und unser Leben so ein Stück weit echt kaputt machen lassen. Es gibt natürlich viele Auflagen, die machen ja auch Sinn und alles, aber wir bekommen einfach immer mehr von Freunden und Bekannten mit, die sich auch über so viel aufregen, die Ängste entwickeln und sich so fremdbestimmen lassen. Ich bin zum Beispiel total entsetzt über jemanden, der nicht zu der Hochzeit seiner Schwester konnte, weil der Arbeitgeber ihm das verboten hat. Bei so Sachen denke ich irgendwie, was passiert gerade auf dieser Erde? Natürlich muss das auch jeder selber wissen, was er macht und wie er damit umgeht. Unsere Message heute ist einfach, vergiss nicht zu leben und jeder Tag zählt. Wir sind hier auf der Erde und es ist so wichtig, dass wir das tun, was uns auch im Herzen gut tut. Und auch in dieser Zeit ist trotzdem viel möglich und ich denke, wie die meisten wahrscheinlich, dass wir uns auch einfach mit Corona die nächsten vielleicht Jahre anfreunden müssen oder viele Auflagen erfüllen müssen, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr leben können. Ja, apropos Leben und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich für lebensnotwendig halte für uns Menschen, weil wir Menschen, der Mensch braucht den Menschen und Liebe, die einzige Wahrheit ist wirklich Liebe und wenn ich jetzt beobachte seit März, auf was wir verzichten mussten, also weltweit, da bricht mir das wirklich Herz. Einerseits wollen wir zum Beispiel, ich gehe jetzt auf die ältere Generation ein, schützen und Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber dann sperren wir sie irgendwie in ein Altenheim ein und keiner darf sie besuchen, monatelang. Da frage ich mich, welcher Weg richtig ist. Kann man das Ganze nicht wie auch bei einer winterlichen Grippe-Epidemie oder Lage einfach das ganz normale Geschehen, Hände waschen, was man auch von früher kennt, also was das Normalste auf der Welt ist, und dann trotzdem sich treffen, sich umarmen, sich küssen und einfach den Menschen gegenüber spüren. Und das halte ich für wirklich lebensnotwendig und ich finde es wirklich bitter und sehr schade, wo wir momentan stehen, das Jahr 2020 und wie es der Daniel gerade eben gesagt hat, auch wenn ich zum Beispiel höre, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern quasi unter Fittichen stellt und sagt, wenn du das und jenes machst, ob es Reisen sind oder Risikogebiete jetzt auch in Deutschland, ich finde das, also wenn mir das jemand vor einem Jahr erzählt hätte, dass sowas in Deutschland passieren wird, hätte ich den Kopf geschüttelt. Also ich denke, wir sind doch alle gebildete Menschen. Also wir sind in so einer glücklichen Situation in Deutschland. Wir wissen ja, was in der Geschichte passiert ist und auch, was man mit Ängsten erreichen kann. Und ich bin mir sicher, dass wir leider, die meisten von uns, mittlerweile nur noch mit dem Verstand handeln. Und in diesem Fall, in dieser Situation, ist es wirklich nicht gut für uns. Unser Appell ist einfach nur, hört wieder mehr auf euer Corazón, Spanisch, Herz, und lebt das Leben. Und folgt eurem Herzen und dieses Virus ist kein Killer-Virus. Und wenn nächste Woche das Leben vorbei wäre, wäre doch viel zu schade, dass man sich so eingeschränkt hätte. Also immer das Hier und Jetzt und dafür sind wir. Ja, und ich finde es auch toll, dass du jetzt nächste Woche dich auf den Weg nach Deutschland machst und dir auch selber mal einfach ein Bild machst und vor allem, das Leben geht ja auch weiter. Ne? Wir sind jetzt alle nicht irgendwie in einer Sackgasse, sondern wir sind immer mit voller Kraft voraus, das Leben zu genießen.
Und deswegen machst du dir jetzt auch mal ein Bild und egal wie was kommt, was du für Erlebnisse hast, hoffentlich nur positive, mit positiven Menschen und allem, aber es geht ja immer irgendwie weiter. Ja, man könnte, ich möchte nur was hinzufügen, dann sind wir schon fertig. Wenn wir jetzt eben dieses, ich möchte wieder auf den Verstand zurück, wenn wir das jetzt hochspielen sollten, was wahrscheinlich leider viele in dieser Sackgasse sind, wie es der Daniel gesagt hat, ich könnte mir jetzt auch Gedanken machen oder diese Ängste zulassen und sagen, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland und ich lebe jetzt hier und ich muss ja wieder zurückkommen. Was wäre, wenn wieder irgendwelche Bestimmungen kommen? Aber das ist genau dieser Knackpunkt. Ich lasse es nicht zu. Wir lassen es nicht zu, weil wir einfach das Leben normal weiterleben möchten, aber das Leben zu spüren. Deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg nächste Woche mit der Lufthansa-Maschine und irgendwie geht es immer weiter, selbst wenn ich dieses C kriegen sollte oder auch Grippe und wenn ich dann irgendwie stecken bleibe in Deutschland, egal. Das Leben geht weiter. Eine Tür schließt sich und die nächste geht wieder auf. Und ja, ich freue mich riesig auf diese Tour. Ich werde auch einige Videos erstellen, auch für YouTube. Und bevor ich dann zurück nach Costa Rica fliege, am 23. Oktober werde ich in Frankfurt sein. Und dann, vielleicht hat der ein oder andere Zeit. Ich würde mich freuen auf ein Treffen in Frankfurt. Die Interesse haben, schreibt mich bitte einfach an. Und dann reserviere ich ein Restaurant und dann freue ich mich auf ein Wiedersehen, einen Austausch. Und ja, an dieser Stelle einfach, bleibt gesund, lebt das Leben, so schwierig ist das nicht. Und ja, weil jedes Leben ist einfach einzigartig und ja, das war's, ne? Das war die Message. Pura Vida hier aus Costa Rica. Bleibt gesund. Ciao.